Shalom Aleichem. Ich bin Surah Rochel Schächter. Und ich bin Ivi Jachnowitz. Seid bei Grisse in unser Kochprogramm Essgesinnte Heid. Wir wollen euch handweisen, wie ihr so zu machen Mandelkremsler. Mandelkremsler haben alle Males. Ja. Sie sind ein sehr alter jüdischer Meichel. Ja, gewöhnlich werden Menschen meinen, als Kremsler ist nur auf Pesach, aber bei ihm können wir es machen ein ganzes Jahr. Es hat Honig, passt es sehr gut auf frische Schöne, versteht sich? Ja, kann es, ja. Gut, lassen wir anheben mit die Eier. Und so wird zerteilt 7 Eier, hat jetzt 7 gelblich und 7 weißlich. Zu der gelblich gibt sie 6 Löffel Zucker, das ist 3 achtlich Teppel Zucker. Misch geht so werden leicht. Kremslich werden der Mond in Sefer Chassidim von 1473 und euch in Rashi und der Tosafos. Sie sind in, sie haben was Eiches, heißt es. Ja. Versteht sich, also die Kremslich, was sie haben gehabt, damals sind ein bisschen anders wie unsere. Ein Kremslich kann man essen oder wie ein Beigericht zum Häuptmachen oder wie ein Dessert noch ein Essen. Ja, die Kremslich passen auf beide. Und so haben wir schön abgebraten, ein halb Teppel Mandeln, das ist ein Erich 2 Unzen Mandeln, wenn wir sie abmalen. Ja. Jetzt wollt ihr das herabstippen ein bisschen. Und es wird dann sicher, dass es auch nicht werden kann, Saft davon, sie klebig. Das erfahrt ihr mir, wie pulsieren. Jetzt setzt ihr mir an den Nis mit der Eigelblich. Ah, die Nis schmecken gut und sie wollen schmecken viel besser mit Scholerts von ein Maranz und ein Limene. Die Maranz und die Limene könnt ihr abschälen oder mit einem Maranz-Abschäler oder mit einem Mikro-Ribeisen, das habe ich sehr lieb, das ist Gringel. Und wenn ihr beide nicht habt, könnt ihr jetzt nach Buschetten Ribeisen, der kleinste Lächerlich auf der Saat. Verwusst nicht! Das arbeitet sehr gut. Schmeckt die frisch zerriebene Maranzen, die äußerliche Ehlen von dem Schollach zusammen. Das ist ein sehr Geschmack. Und von der Limene. Der Schulachs von der Limene geht nicht so gering wie der Schulachs von der Maranz. Und der Saft euch nicht. Limene sind eine Sache karger wie Maranz. Eine Sache Säure. Ja, nicht. Und schön. Und zudem gibt sie ein Teppel Matzemehl. Es kann sein Stammmatzemehl, Rasevematzemehl oder halb Rasevematzemehl, wie ihr es versteht. Wird der Teig sehr gedacht. Und jetzt gehen wir machen ein Schnee von der Weißachlach. Ein Schnee oder ein Piane. Wenn die Weißachlich sind ein bisschen zu schlagen, gibt sie ein halb Löffel Salz. Schön. Ein Viertel von der Weißachlich gibt sie zum Teig.
mach es ein bisschen weicher, wir sollen das können reinpaddeln. Ja, ich tue es rein in eine größere Schüssel. Soll sein geringer, gut zu falten, wenn der Weißlich mit dem Teig. Will Teig soll werden, soll bleiben sehr puchig, weil das ist eine Meile von Mandelkremslich. Also sie sind sehr puchig in wenig und sehr kramschig. Es ist schon so, darf es euch sehen, nachdem es ihr mischt, anderthalb Minuten oder zwei Minuten. Und schein. Und jetzt dort, lass mir abregeln den Kremslich und lass mir Zigaretten an größeren Tats mit Papieren hinterher. Und so wird ihr können abnehmen den Bäumen. Das Fendel ist das schön heiß. Heizt dann in dem Bäumel, das ist Masseline Bäumel, und so lasst in dem ein paar Löffel Honig. Es wird machen ein Karamell, wird es sein sehr Geschmack. Schön. Macht kremslich, nicht zu viel mit einmal. Ich will machen 5 mit einmal. Kocht sie von einer Seite an erich 3-4 Minuten. Als sie wären schön golden von einer Seite, kocht sie von jener Seite nur 1-2 Minuten. Die Kremslach sind schon ein bisschen süß und ob das ist genug für euch oder ob ihr Lad von Zucker darf ihr nicht kein Sirup, aber ob ihr seid, also wie eine Sache andere Menschen, wollt ihr ja gewollt, dass ihr den Sirup, was geht mit dem. Jetzt wir machen es mit Honig, Maranzen und Limone. Tiet daran 3/4 Teppel Honig. Das ist 6 Unzen Honig. Mhm. Und gieße es daran in einen kleinen Topf. Für den Maranz und für den Limone wollen wir uns quetschen Saft. Wollen wir haben an erich 4 Löffel Maranzensaft und 2 Löffel Limonensaft. Das spritzt ein bisschen. Ja. Es ist nicht kein Muss, aber es ist sehr Geschmack, wenn man gibt sie oder ein Steckele Zimmering oder ein Scheitele Vanille oder beide. Steckele Zimmering legt da rein, wie es stehen geht. Und das Scheitele Vanille effen auf. Und kratzt daraus die geschmackige schwarze Säumen. Kann schmecken, der Vanille, ja. Jetzt wollen wir abkochen den Sirup auf den Ofen. Der Ziel von dem Kochen ist, dass es so werden gedicht. Dann nehmen wir so Sauce. Es mischt es auf einer hohen Feier. Alle Saften mischen sich aus in einem. Den Honig, den Limonensaft und den Maranzensaft. Ihr versteht sich die Summe im Euch.
Wie bald sie machen sich bulbelig, macht kleiner dem Feuer. Und so lasst es kochen, bei 4 Minuten, bis sie hebt und werden gedicht. Wenn ihr sind schon gereiht zu den Langen zum Tisch, könnt ihr es oder servieren mit Smetana oder mit Joghurt oder mit einem Sirup. Oder wie sie stehen und gehen. Ja, ungewohnt ist. Also wir hoffen, dass ihr dann nur gehört von unserer Mandelkremslach-Episode. Es gesinnt der Hate.